Gibt es in Ihrem Leben so etwas wie eine verborgene Vereinbarung, die Sie mit einem anderen Menschen getroffen haben, ohne es bewusst zu wissen? Über dieses spannende Thema will ich jetzt mit Andreas Beutel sprechen im Rahmen der Horizonte des Herzens. Ja, Andreas, da hast du ja wieder ein schönes Thema ausgesucht. Verborgene Vereinbarung. Wie bist du denn darauf gekommen? Bist du bei dir auf die Spur gekommen, einer verborgenen Vereinbarung? Ich habe viele verborgene Vereinbarungen. Hattest du? Naja, okay. Jeder hat sie. Okay. Sie sind eigentlich notwendig. Okay. Ich habe gerade so das Thema, was mich ein bisschen beschäftigt, was ich so ausarbeite, sagen wir mal, für Vorträge oder für Seminare, ist das Thema Information. Mhm. Und da habe ich mein Lexikon genommen, Myers Konversationslexikon von 1896. Okay. Information aufgeschlagen und da war das Information, ich habe es jetzt dummerweise nicht im Kopf, aber zwei Worte dahinter. Und das war der ganze Absatz zum Thema Information. Das also hat mir, sagen wir mal, gezeigt, wie, dass sie damals die Bedeutung von Informationen noch gar nicht verstanden haben. Mhm. Information hängt mit Form zusammen, ist klar. In Form bringen, ja. Ja, oder auch etwas in Form sein. Das kann physische Form sein. Das kann aber auch eine Wissensform sein. Ich habe etwas verstanden, das ist ja auch eine Form von Wissen. Und wenn ich dir aber diese Information übertragen möchte, dann müssen wir erstmal eine gemeinsame Ebene haben, damit wir miteinander sprechen können. Mhm. Ich war in Ägypten, ja, ich stehe im Tempel. Und ich würde jetzt, also ich sehe natürlich, der Tempel ist nach irgendwelchen geometrischen Maßen gebaut. Da ist eine Information drin. Ich sehe die Hieroglyphen. Mhm. Da ist auch Information drin, offensichtlich. Also ich gehe davon aus, dass es kein Dekorateur war, der das gemacht hat, sondern dass sie etwas schreiben wollten in den Text. Aber ich kann den Text nicht lesen. Das heißt, die Information ist eigentlich nicht nützlich in dem Moment, weil sie nicht ankommt. Mhm. Dekodiert werden kann. Sie kann nicht dekodiert werden. Das heißt, Sender und Empfänger für eine Informationsübertragung müssen eine gemeinsame Ebene haben. Mhm. Und das sind die, da beginnen die verborgenen Vereinbarungen. Also wir können nicht ohne verborgene Vereinbarung sein. Mhm. Ja? Wir haben uns vereinbart, wir reden Deutsch zum Beispiel. Okay. Ja, wenn du Englisch sprichst, ich spreche Deutsch. Da haben wir schon einen Unterschied drin. Ne? Mhm. Solange wir uns beide darüber im Klaren sind, ist das in Ordnung. Oder solange wir beide die gleichen verborgenen Vereinbarungen haben. Aber wenn du eine andere verborgene Vereinbarung hast als ich, oder wir haben eine Wortdefinition und wir haben unterschiedliche Wortdefinitionen. Das ist ja dann ist üblich, das, ja. Dann ist das tückisch und wir landen genau bei der verborgenen Vereinbarung. Ja, es gab mal eine Versicherung, die hat so ein Werbeslogan gehabt, Vertrauen ist der Anfang von allem. Es konterkariert eigentlich die Versicherung, ne? Weil die naja, sie wollten das dann so, also vertrauen sie uns, okay. dass wir das gut handeln. Natürlich, das höchste Vertrauen ist dann noch was anderes, das ist richtig. Aber in dem Sinne, wir müssen den verborgenen Vereinbarungen vertrauen. Oder das Thema, warum ich die Sendung machen wollte, war, es geht ja um Bewusstwerdung. Und wir müssen uns bewusst werden, es gibt die verborgenen Vereinbarungen. Und manchmal kommt man vielleicht in einem Lebenszyklus oder in der Selbstbetrachtung nicht weiter, weil man sich immer im Kreis dreht. Und dann hilft die Frage, was ist denn die verborgene Vereinbarung dahinter? Mhm. Mhm. Was ist denn das, worüber ich jetzt nicht spreche? Ja, wenn ich mit den Gegebenheiten die Lösung nicht finden kann. Was habe ich übersehen, damit ich, dass ich diese Lösung eben davor stehe? Ja? Beispiel, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe letztes Jahr ein ganz bestimmtes Foto an meinem Weihnachtsbaum gemacht. Mhm. Ja, ich habe Baumanhänger, die ich im Internetshop habe, habe ein Werbefoto dafür gemacht. Und mein ganzer Verstand sagt, ich habe diese Fotos gemacht. Und ich habe 3 oder 4 Tage lang meine ganzen Fotoordner durchgesucht.
alle Festplatten, alles durchgesucht und die Fotos waren weg. Okay. Und ich habe schon angefangen, an mir zu zweifeln. Und ich kam nicht weiter. Und dann, als ich irgendwann aufgehört habe, habe ich im Jahr 2018 was anderes gesucht. Und plötzlich war ich am 7. Januar 2018 und habe die Fotos gefunden, die ich gesucht habe. Und die verborgene Vereinbarung war mit mir selber, ich habe die Fotos im letzten Jahr gemacht. Okay, dann würde ich jetzt sagen, das ist eine unhinterfragte Annahme. Genau. Aber das ist ja auch eine verborgene Vereinbarung. Okay, also so hätte ich jetzt Vereinbarung noch gar nicht. Na, wir fangen ein Gespräch an. Mhm. Ich gehe mit einer unhinterfragten Annahme in das Gespräch. Der andere realisiert das nicht. Mhm. Und dann redet man, baut irgendwas auf. Und nach 2 Stunden stellt man fest, wir reden aneinander vorbei. Aber gut, ja. Oder nach einer halben Stunde oder ja. Nach 10 Minuten. Weil wir irgendwas falsch vereinbart haben oder eine falsche Annahme drin haben. Deswegen verborgene Vereinbarung als Hintergrund für Missverständnisse oder eben der fehlende Baustein, der zur Heilung führen könnte. Okay, als du mir dieses Thema vor ein paar Tagen rüberschicktest, da ist mir sofort, sind mir 2 Fälle eingefallen aus meiner Zeit als Arbeitsamtsberater. Kam eine junge Frau, Vater war Spanier gewesen wohl und deutsche Mutter. Und die hat sich geweigert, war 22 oder so, hat sich geweigert, ohne ihre Mutter zu mir ins Büro zu kommen. Mhm. Strikt geweigert. Ich sag, dann gehe ich wieder nach Hause. Okay, habe ich gesagt, dann kommen Sie mal mit rein. Und dann haben wir mal darüber gesprochen, was denn das sein könne, wie denn das sein könnte, dass eine 22-jährige junge Frau, die in der Ausbildung war, noch ihre Mutter mitbringt. Mhm. Und dann kam raus, dass der Vater wohl gewalttätig gewesen war, als die Kinder klein waren. Und die Mutter sozusagen von sich die Vorstellung hatte, ich muss meine Kinder schützen. Mhm. Und diese junge Frau hat sich, die anderen Geschwister waren auch schon älter, offensichtlich sozusagen zur Verfügung gestellt, der Mutter Lebenssinn zu geben, nämlich das Kind zu schützen. Mhm. Und dann, die Zeit ist doch vorbei. Ja, sie braucht doch diesen Schutz gar nicht mehr. Und die haben wirklich, die haben sich 3 Tage ausgesprochen, geheult und sonst was. Und das nächste Mal kam sie alleine, ja, hat dann auch ihre Prüfung nachgeholt und ist ein halbes Jahr alleine nach Spanien zu ihren anderen Verwandten, also Verwandten ihres Vaters. Da war also eine verborgene Vereinbarung. Ich stelle mich zur Verfügung der Mutter, indem ich noch nicht mal zum Friseur alleine gehe oder zum Arzt oder jetzt zum Arbeitsamt oder so. Und das also wirklich, wirklich total übertrieben, ja, mit 22. Ja. Wahnsinn. Ja. Und ein anderer Fall, jemand auch so 21, 22, kam auch mit der Mutter, war auf die Sonderschule gegangen oder Förderschule. Aber, und zwar hatte er irgendwie 6 Wochen Kur gehabt mit 6 oder 7. Und das war für ihn die Hölle. Und hatte da offensichtlich einen Selbstwerteinbruch ohne Ende durch diese Trennung und ist dann gehänselt worden. Mhm. Und die Mutter auch, ja, ich muss mein Kind schützen, das arme Würmchen. Mhm. Und er hat mitgespielt. Mhm. Ja, und zwischendurch blitzte der eigentliche junge Mann auf, um dann aber gleich wieder, ich bin das arme Würmchen und Mama muss mich schützen. Das war sehr, sehr spannend, ja, zu beobachten, wie gerade in den Familien zwischen Eltern und Kindern oder Mütter und Söhnen oder Mütter und Töchtern solche verborgenen Vereinbarungen, sondern ich stelle mich zur Verfügung, damit du Lebenssinn hast. Mhm. Oder auch bei Krankheit, ne? Also da ist jemand, der unbedingt helfen möchte und sich aufopfern möchte, okay, der andere stellt sich zur Verfügung. Also an sowas hatte ich eher gedacht, als du mir dieses Thema kurz rübergeschickt hast. Aber ich sehe da keinen Unterschied. Also wir bauen eine missverständliche Kommunikation auf, dann ist eine verborgene Vereinbarung am Anfang und nach einer halben Stunde stellen wir fest, das war falsch. Jetzt gehen wir mal zu dem Eigentlichen. Ach, du redest darüber.
Und bei der jetzt Kind-Mutter-Konstellation ist es ja genauso. Also man hat, in dem Fall war es eine positive Vereinbarung vielleicht, die damals notwendig war. Mhm. Der Beginn einer Beziehung oder die Definition startet mit einer falschen Vereinbarung und die ist dann eine verborgene Vereinbarung. Und irgendwann klärt man sie und dann kann man zu dem kommen, wo man eigentlich hin möchte. Ja? Also das, was ich über das Herz gelernt habe oder was für mich die Horizonte des Herzens sind, ist ja, ich sehe etwas so, wie es ist. Und damit ich etwas sehe, so wie es ist, muss ich vorurteilsfrei auf die Gesamtsituation schauen. Mhm. Und wenn es eine verborgene Vereinbarung gibt, die sagt, dort schaust du mal bitte nicht hin, dann kann ich nicht sehen, was alles ist. Mhm. Ja, und deswegen also wollte ich das Augenmerk dahin lenken, dass man mal sich klar macht, okay, es gibt verborgene Vereinbarungen, wir können nicht kommunizieren ohne verborgene Vereinbarung, aber wir müssen manchmal auch uns darüber bewusst werden oder mal hinterfragen, brauchen wir diese Vereinbarungen noch? Sind sie hilfreich oder hindern sie uns an einer höheren Erkenntnis? Mhm. Und das kannst du in Beziehungsaspekte bringen, das kannst du in Kommunikationsaspekte bringen, wobei letzten Endes alles Kommunikation ist. Aber du kannst es auch in die Wissenschaft hineinbringen. Ja, ich muss gerade dran denken, dass wir ja ziemlich indoktriniert wurden durch den Evolutionsgedanken. Mhm. Genau. Dass wir da haben Einzeller, waren erst Einzeller, die sich zu Mehrzellern entwickelt haben, dann die Mehrzeller zu Organismen, zu irgendwann zu kleinen Lebewesen, die dann Säugetiere und aus diesem Maus- oder Rattenähnlichen Ding soll dann irgendwann die Primaten und die Wale und so weiter entstanden sein. Und ich habe jetzt kürzlich erstmal gehört, wie sehr ich davon noch infiziert war. Und wir haben das immer noch. Von diesem Gedanken und hab dann das Buch von dem Amin Rizzi, Ihr seid Lichtwesen, jetzt in Thailand gelesen. Und ich sag, Mensch, ja, okay, ich bin ja immer noch, obwohl ich ja sagte, gut, der Mensch ist was anderes als ein weiterentwickelter Affe. Habe ich aber doch irgendwie noch so gedacht, ja, okay, da sind Außerirdische gekommen, die dann genmanipuliert haben und daraus sind wir entstanden. Wir sind sozusagen Hybridwesen und es gibt ja so den Sitchin oder wie der heißt. Sakurai Sitchin, ja. Genau, der diese Theorie da aufgebaut hat. Und dann wurde mir klar, ey, nee, das ist ja vollkommener Humbug. Ja, es kann ja ganz anders sein. Es kann ganz anders sein, definitiv. Und hab dann gesagt, Mensch, Involution, so ist der Ausdruck, den der Amin nutzt, das ist für mich viel stimmiger. Mhm. Ja, viel stimmiger. Also zu dem, was dann geschehen ist, ne, mit Domestizierung, wurde uns ja erzählt, ja, dann sind sie sesshaft geworden, haben aus den Wildtieren Haustiere gemacht oder aus Urgetreide oder Gräsern irgendwie. Und offensichtlich stimmt das gar nicht. Ja? Es kann stimmen. Aber es gibt plausible andere Varianten, wie es auch sein kann. Ja. Und das ist ja das Entscheidende, weil sonst wird man in eine Richtung gelenkt. Wenn man einer Vereinbarung folgt, dann daraus folgt die nächste Vereinbarung. Und dann muss man aber immer mal zurückfolgen, was ist denn die Grundannahme? Also bei der Wissenschaft, ich habe dann in dem Buch wurde dann eine junge Archäologin, glaube ich, oder Paläontologin zitiert, die eine tolle Entdeckung da gemacht hat von Werkzeugen oder so, die 250.000 Jahre alt sind. Und sie dachte, sie hätte was Tolles entdeckt und hat ihre Karriere ruiniert, weil sie die verborgene Vereinbarung missachtet hat, dass du alles erforschen kannst, aber bitte im Rahmen des materialistisch-evolutionären Weltbildes. Genau. Dass es eben vor Mesopotamien keine andere Kultur gegeben hat. Also vor 10.000, 12.000 Jahren es nur Jäger und Sammler gegeben hat und keine Hochkultur, die vielleicht sogar Werkzeuge hatte, die
wesentlich weiterentwickelt, ne, sind, also auf Malta, ne, diese Spuren da oder wie die... Der Hammer, der in dem Kohleflöz eingesetzt ist. Oder, ne, also Granit, ja, Gestein, so geschliffen, dass man sich drin spiegeln kann. Ja. Sozusagen. Und sogar konkav gehalten, ne, dass man also daraus schließen kann, dass da so ein Kreis von 14 Meter oder so, dieser Teil... Das heißt, solange du dich an die stille Vereinbarung innerhalb des materialistischen Weltbildes, darfst du alles erforschen. Aber so wie du diese Vereinbarung missachtest, bist du draußen. Ja, genau. Ja. Und da sieht man, welche Macht die stille Vereinbarung hat. Wenn jedem klar ist, das ist die Vereinbarung oder das hat keine Konsequenzen, dann... ist es nicht mehr eine stille oder nicht eine geheime Vereinbarung. Aber gerade im Wissenschaftsbetrieb ist das natürlich ein richtig formender Faktor, weil er mich hindert, bestimmte Sachen zu sehen. Mhm. Ja? Ich hatte den Fall, eine Frau ist schon älter, aber hat eben ein körperliches Handicap von Geburt an. Und fragt sich dann, warum hat Gott mir das angetan oder warum habe ich das bekommen? Aber verborgene Vereinbarung ist, der Mensch ist durch Evolution oder durch Gott entstanden oder der Mensch müsste perfekt sein. Und wenn du, nehmen wir die Schablone, die wir drüber legen und sagen, die Außerirdischen haben den Menschen gemacht, dann kommst du zu einem ganz anderen Ergebnis. Ich habe jetzt ein Buch zum Beispiel gelesen, also Sitchin ist sehr umstritten, weil er doch ein bisschen die Wahrheit frei interpretiert hat. An bis hin, dass er die Keilschrift im Selbststudium und sich als Experte der mesopotamischen Sprache ausgegeben hat, die er nicht ist. Ja. Und das andere ist, es gibt einen Mauro Biglino, der war wohl Übersetzer im Vatikan, hat eine sehr bekannte Bibelübersetzung rausgegeben. Und der hat ein Buch geschrieben über die, waren die Götter, oder haben die Götter den Menschen erschaffen? Und er nimmt Schlüsselstellen aus der Bibel, also wie Eva aus der Rippe von Adam entnommen wird. Und sagt dann in Bezug zu anderen Schriften, die er gesehen hat im Vatikan, beziehungsweise was die genaue Wortbedeutung, die da drin ist, wo, in welchem Zusammenhang das Wort noch auftritt, und sagt dann, man kann das auch ganz anders interpretieren. Da gibt es eben Schlüsselstellen, wo wir sagen, wie jetzt Beispiel, der Mensch ist aus der Rippe entstanden, aber das Ursprungswort gibt das gar nicht her, die Rippe. Sondern da kommt was ganz anderes raus und plötzlich, da haben wir eine verborgene Vereinbarung, weil irgendjemand das mal gemacht hat. Einer schreibt vom anderen ab und schon kommen wir zu einem bestimmten Bild. Und nicht zu dem, wie es eigentlich ist. Wir wollen ja zu einem Zustand kommen oder zu einer Erkenntnis, wo wir sagen, so ist es. Ja, oder sehen, so ist es. Verborgene Vereinbarung. Ja, oder noch ein Beispiel. Rupert Sheldrake, der Wissenschaftswahn. Er hat 10, also kann ich jedem empfehlen, dieses Buch oder seine Vorträge, er hat 10 Grundannahmen der Wissenschaft genommen. Eben Grundannahmen, wo wir alle sagen, das ist so. Und hat die als Frage formuliert. Und dann, wenn ich eine Frage habe, gehe ich mal auf die Suche nach Pro- und Kontra-Argumenten, um die Frage einfach nochmal neu zu stellen oder neu zu beantworten. Und an einer Stelle sagt er, ich hatte ja gehofft, wenigstens eine von den 10 Fragen kann ich mit Ja beantworten. Und da war eben eines, die Konstanz der Naturkonstanten. Das ist eine Grundannahme. Ja, bei der Lichtgeschwindigkeit hat man sich irgendwann darauf geeinigt, zu sagen, liegt bei 299.000 so und so pro Sekunde. Ja. Er gibt ja den Dialog sogar wieder, wie er mit dem Chef der Messbehörde spricht. Hast du das mal gehört oder gelesen? Ich habe das Buch gelesen, aber an den Dialog erinnere ich mich nicht. Ne? Aber so, was wäre denn, wenn die Lichtgeschwindigkeit anders ist? Und dann sagt der Chef, nee, kann sie nicht. Ja, wieso denn nicht? Weil wir das vereinbart festgelegt haben. Ja. Und es wird noch schlimmer. Er kommt dann raus darauf, dass in den 70er Jahren festgelegt worden ist, dass die Länge des Meters definiert ist. durch die selbst festgelegte Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also der Meter ist die Strecke, die das Licht in dem so und so vielten Teil einer Sekunde zurücklegt. Ja. Und ich als Physiker, also ich habe ja mal Physik studiert und da ging es um das Messen und so weiter. Und da geht man eben genau
Grundannahmen und die formen am Ende unser Weltbild. Mhm. Na, ich baue irgendwas, wo ich eine Länge messe, dann muss ich eine definierte Länge haben. Ja. Und die Länge ist definiert über die Lichtgeschwindigkeit. Die aber von so einem Menschen definiert wird. Genau. Und jetzt will ich mit dieser Messeinrichtung die Lichtgeschwindigkeit messen. Das geht nicht. Weil das fliegt mir dann in dem Moment um die Ohren. Oder in der Mathematik würde man sagen, ein nicht unabhängiges Gleichungssystem. Mhm. Ich brauche zwei unabhängige Gleichungen voneinander, um ein Gleichungssystem mit zwei Variablen lösen zu können. Aber wenn die abhängig sind voneinander, kann ich es nicht lösen. Ja. Ja? Und verborgene Vereinbarung. Oder verborgene Vereinbarung, auch schön. Jeder kennt das Bild unserer Landkarte. Mhm. Aber da ist eine verborgene Vereinbarung drin. Das haben wir nur nicht bemerkt. Europa ist viel, viel größer, als es real ist. Also man schaut sozusagen auf den Äquator. Mhm. Ne? Und damit man das auf einer rechteckigen Karte darstellen kann, wird alles, was oberhalb des Äquators ist, aufgezogen. Ah, ja. Und da haben wir ein ganz anderes Bild davon, wie die Größenverhältnisse real sind. Mhm. Das ist eine verborgene Vereinbarung. Oder verborgene Vereinbarung ist, wir sehen hauptsächlich den Atlantik in der Mitte des Bildes, weil die Kultur hier, sagen wir mal, begonnen hat oder weil die Kartografie hier begonnen hat. Und dann fragt man sich, ja, wie kommen die denn aber von da nach da drüben? Mhm. Weil man vergisst, dass die Karte natürlich auf einer Kugel ist und so geschlossen ist. Ja. Verborgene Vereinbarung. Und das hat so viele Konsequenzen in unserem Weltbild, dass man immer wieder feststellt, ei, was wäre denn, wenn es anders wäre? Mhm. Ja, oder mal ganz, ganz ketzerisch, eine verborgene Vereinbarung, Konstanz der Naturkonstanten, Konstanz der Masse der Materie im Universum, weil es gab nur einen Urknall und dann war alles da. Mhm. Sagen Sie? Sagen Sie, genau, verborgene Vereinbarung. Mhm. Das hieße aber auch, verborgene Vereinbarung, die Erde ist immer so groß, wie sie jetzt ist. Oder sie ist halt durch eine Kollision entstanden oder was auch immer. Ne? Verborgene Vereinbarung, du schaust auf die Landkarte wieder und siehst, Amerika passt ja ziemlich genau in Afrika hinein. Ja. Ja, und oben geht es auch, also hängen die mal zusammen. Mhm. Dann kannst du noch so ein paar andere Sachen zusammenschieben und dann kommt man zu dem Urkontinent Gondwanaland. Mhm. Jetzt gibt es hier in Leipzig, im Zoo haben sie ein Gondwanaland geschaffen. Das geht also davon aus, die Erde war mal so groß, wie sie jetzt ist. Und da gab es einen Urkontinent, wo alle Kontinente zusammenhingen. Und dann sind sie durch irgendwas auseinandergedriftet. Nun gibt es aber Leute, die sagen, Moment, wenn du die Karte anders malst und du nimmst den Pazifik in die Mitte, dann siehst du, Australien passt dahin, Japan kleben wir dahin und Amerika kleben wir darin. Und dann passt dieser Kontinent auch zusammen. Mhm. Und dann kommst du zu einem Bild, wo du sagst, dann war die Erde vielleicht mal kleiner. Also wenn die Erde gleich groß war, ne, dann fragst du dich, okay, welche Kraft hat die jetzt auseinandergetrieben? Mhm. Oder es gibt so schöne Animationen, wir nehmen einen Luftballon, kleben Zeitungspapier drauf und dann blasen wir den Luftballon auf und irgendwo reißt er dann. Ja, klar. Und dann zieht es die Kontinente auseinander und dann entsteht das heutige Bild der Erde. Mhm. Und plötzlich kommst du zu einem ganz anderen Erkenntnis und stellst fest, die Basis unserer Wissenschaft oder unserer Geologie war eine verborgene Vereinbarung. Oder wer gibt uns das Recht oder die Sicherheit, dass den Weg, den wir eingeschlagen sind, vor 200 Jahren, dass da die richtigen Annahmen gemacht wurden? Jeder forscht jetzt an dieser Stelle weiter und versucht, und keiner hält inne und sagt, wir müssen jetzt noch mal 100 Milliarden auf einen Teilchenbeschleuniger werfen, um noch eine neue Erkenntnis zu bekommen. Vielleicht haben wir ja einfach einen Denkfehler da drin. Mhm, Und da wurde das dann für mich spannend oder immer mehr greifbar. Aha, die verborgene Vereinbarung in der persönlichen Kommunikation, in der Beziehung, aber auch in der Wissenschaft. Mhm. Also ich bin natürlich immer mehr so auch immer wieder beim Einzelmenschen, was da für verborgene Vereinbarungen sind. Zum Beispiel, wenn da zwei Menschen zusammenfinden, als Ehepartner oder als Partner, wo der eine
also oder wo eine verborgene Vereinbarung darin besteht, dass der eine Partner, sei es jetzt der Mann, eine Grundannahme des anderen, der Frau, nämlich dass sie nichts wert ist, so ins Extrem lebt, bis zu dem Punkt, wo die Frau sagt, Schluss. Mhm. Das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen. Mhm. Also im Prinzip das Erwachen, mhm, dadurch geschieht, dass ein bestimmtes Grundmuster, mhm, oder eine Grunderfahrung, die die Frau als Kind vielleicht gemacht hat, nochmal ins Extreme. Mhm. Und nochmal eins drauf. Und, mhm, nochmal eins drauf. Mhm. Und manchmal ist es ja so, die trennen sich und dann kommt sie mit einem Partner zusammen, der das noch extremer packt. Mhm. Ja? Sei es jetzt das Schlagen, das Saufen oder, mhm, wie auch immer. Dass da die verborgene Vereinbarung ist, es wäre eine verborgene Vereinbarung mit sich selber sozusagen. Ja, gut, nenn mal, ich wähle mir einen Menschen, der mir ein Muster, ein Denkmuster in mir oder ein Irrtum, mhm, über mich selbst so lange vorhält, bis ich ihn erkenne als Irrtum. Mhm. Mhm. Und dann brauche ich ihn nicht mehr als den Täter, mhm, zu sehen. Mhm. Ne, da waren wir ja auch mal in der Vergebungssendung. Ja, genau. Ja, also das ist solche Vereinbarung, die dann aber auf, sag ich mal, auf Seelenebene, mhm, stattgefunden haben oder Unterbewusstsein, mhm, wie auch immer. Jedenfalls kenne ich solche Geschichten, mhm, zuhauf. Und der Colin Tipping hat solche Geschichten auch wunderbar beschrieben, mhm, ja, in seinem Buch Radikale Vergebung. Dass da eine verborgene Vereinbarung ist, ich treib's so weit, mhm, bis du aufwachst. Mhm. Ja, oder das ist die Erkenntnis, die wir da hinten, genau, drin haben. Und so sehe ich im Prinzip, sag ich mal, wie im Kleinen, wie im Großen, so im Großen, auch eine verborgene Vereinbarung mit den Mächten, ja, die sich derzeit noch als Herren der Welt aufspielen, die sie ja gar nicht sind. Aber könnte man nicht sagen, dass du in dem Moment eine verborgene Vereinbarung hast oder eine verborgene Annahme, dass das Universum mir etwas beibringen möchte? Könnte nicht die verborgene Vereinbarung sein, Gott oder das Universum erschafft einen Raum der völligen Freiheit, mhm, und du darfst alles machen und es ist nur Erfahrung. Es gibt gar nicht die bösen Mächte, die von irgendjemand geschaffen worden sind, um etwas, sondern die haben sich halt auch entwickelt als verborgene Vereinbarung. Und hinterher stehen wir dann da und sagen, aha, das haben wir erfahren dabei. Also geht es vielleicht bloß um die Erfahrung und gar nicht um, du sollst das und das lernen. Ich glaube, sowohl als auch. Ja, also Erfahrung, da gehe ich aus dem Urteilen raus. Mhm. Und wenn ich sozusagen erkenne, okay, die sehen das vielleicht im Moment gar nicht so, mhm, diese Mächte, die haben ihr Interesse, genau, Menschheit in der Sklavenschaft zu halten, die Zentralbanken auch der letzten, mhm, ja, Länder der Erde zu usurpieren und was weiß ich noch, alles für Pläne des New World Order. Aber ich sehe sie sozusagen als Teil eines größeren, mhm, wo sie einen bestimmten Part übernommen haben. Aber das ist deine Grundannahme. Grund, ja. Und wir sozusagen eine Vereinbarung, mhm, ich postuliere das jetzt mal, eine Vereinbarung getroffen haben, ihr treibt das so lange, bis wir raffen, ja, dass wir uns als Zwerge, als Sklaven und sonst was hier gegeben haben, um dann zu erkennen, dass wir alle göttlichen Ursprungs sind, mhm, und hier eigentlich zum Schöpfen, ja, und zum Kreieren da sind, aber jetzt aufhören, ja, Leid zu kreieren, sondern Freude, Musik, ja, mhm, was weiß ich, Schönheit, mhm, zu kreieren, statt Leid. Mhm. Und die haben gesagt, okay, nehmen wir an. Mhm. Mhm.
Verborgene Vereinbarung. Verborgene Vereinbarung. Mhm. Und dann gehe ich auch da in diesem Denken völlig aus dem Opfer raus. Mhm. Weil, okay, die machen das richtig gut. Also genial. Ja. Die Mieten steigen, die Leute haben immer weniger Geld. Sie machen das, was sie wollen oder was ihre Aufgabe ist in dem Moment? Die Gelbwesten in Frankreich. Mhm. Was denn da? Meine Güte, ja, da ist ein Aufwachen. Mhm. Ja, findet statt und der Stern, ne, des Sonnenkönigs sinkt gerade ein bisschen. Mhm. Mhm. Ja, so. Also eigentlich ein spannendes Spiel von verborgenen Vereinbarungen. Ja, wir treiben so weit, ja, oder jetzt, ne, mit den Medien, ja, oder Chemnitz oder damals. Mhm. Ja, wir treiben das so weit, damit alle Leute merken, hier wird gefaked, aber ohne Ende. Ne, genau. Wenn dann ein großes Bild von Chemnitz mit einer U-Bahn drauf ist. Mhm. Die es aber in Chemnitz nicht gibt. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht. Wusstest du nicht? Nee, das kenne ich nicht. Die haben die Gegendemo, gegen rechts oder so, haben sie also mit Bildern untermalt. Ach, und U-Bahn-Schild. Wo hinten ein U-Bahn-Schild zu sehen ist. Das Bild stammte aus Berlin, aber man hat es als für Chemnitz hingenommen und in Chemnitz gibt es keine U-Bahn. Ja, aber das ist, prinzipiell ist es ein gutes Beispiel. Eben verborgene Vereinbarung, die Regierung wird es schaffen, oder verborgene Vereinbarung, die Medien sind für die Wahrheit zuständig. Ja? Das Ministerium der Wahrheit, ja. Nein, also jetzt im positiven Sinne. Die berichten die Wahrheit oder sie sollten die Wahrheit berichtigen. Berichten. Die Wahrheit berichtigen. Nein, sie sollten die Wahrheit berichten. Berichtigen. Wie oft lese ich, dass irgendjemand irgendwelche Politiker anklagt? Was macht ihr denn mit unserem Geld? Oder unser Geld gebt ihr aus. Aber die verborgene Vereinbarung ist doch eine ganz andere. Wenn der Sinn des Geldes ein ganz anderer ist, ist nicht die Vereinbarung, die geben unser Geld aus, sondern wo habe ich denn das Geld her? Wir hatten das Geld an jemanden ausgegeben. Ja, da ist ja auch eine verborgene Vereinbarung drin. Mhm. Und im Sinne von zu meiner Kraft kommen, zu meiner eigenen Quelle und dann aus dieser Quelle heraus schöpfen, ist ja die Suche, wo habe ich meine Kraft abgegeben durch eine verborgene Vereinbarung. Mhm. Ja, im Sinne von, das ist ja so oder so. Ja. Ich hatte jetzt einen Beitrag gehört, da hatte eine Frau, irgendwo muss die Bundesbank einen Fragen, also häufig gestellte Fragen haben. Und es gibt ja das Phänomen, wenn du zur Bank gehst und einen Kredit haben willst, dass die Bank den Kredit aus dem Nichts erschafft. Mhm. Dir die Zahl aufs Konto schreibt und dann aber die Zinsen kassiert. Mhm. Und in den Fragen, häufig gestellten Fragen der Bundesbank steht drin, so sinngemäß, die Annahme, dass das Geld aus dem Nichts geschaffen werden kann, also jetzt nicht so deutlich haben sie es dann doch nicht geschrieben, wird vor dem Recht angenommen. Also noch bevor das Recht überhaupt über das Bundesbankgesetz und das Geld und so weiter, wird vorher schon vereinbart und nicht hinterfragt. Also A, natürlich, die Menschen haben immer mehr Fragen an das Geldsystem, weil sie eben Ich hab alles in meinem Leben aufgeräumt. Ne? Ich habe mich mit meinem Reichtumsbewusstsein verbunden, aber ich gewinne dieses Spiel trotzdem nicht. Mhm. Wo ist denn der Fehler? Und dann fangen sie an, das Geldsystem durchzusuchen und kommen auf die verborgene Vereinbarung. Dann kommen natürlich Fragen an die Bundesbank. Also sie mussten schon so weit gehen, dass sie das beantworten. Mhm. Ja, und dann schreiben sie eben, ja, das ist aber eine Annahme. Also wir müssten das sozusagen annehmen und es wird nicht hinterfragt. Und das ist noch höher als das Recht. Mhm. Und da stellst du fest, spannend, ja. Da sind wir aber jetzt, sind wir nämlich an dem Punkt, na klar, Aufwachen der Menschen. Mhm. Ja, weil wir haben schon 1000 Kriege geführt. Man sieht die Muster, wie sie heute laufen und denkt, ey, das kennst du doch. Wenn man ein Geschichtsbuch über die heutige Zeit schreiben würde, das kann auch 100 Jahre früher gewesen sein oder eben das Klima, was heute herrscht, denke ich manchmal, wenn ich es mal bösgläubig interpretiere, so kann es damals gewesen sein, wie sie es uns im Geschichtsunterricht erzählt haben. Mhm. Ja, wo Häuser geplündert werden oder Parolen angemalt werden und so weiter. Ich denke, so war das damals, so fühlt sich das an. Und natürlich immer mehr Menschen wollen eben dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Oder wir kommunizieren rund um die Welt und dann siehst du, dort wird das Gleiche gespielt. Und du verstehst, da ist ein größeres Spiel dahinter und dann
kommen immer mehr Menschen in die Macht und lassen eben die verborgenen Vereinbarungen mal fallen oder hinterfragen sie. Ja, das heißt ja nicht, bloß weil es eine verborgene Vereinbarung gibt, ist die falsch. Aber man darf sie auch mal anschauen einen Moment und sich darüber bewusst werden und dann wieder bewusst, okay, im Prinzip andere verborgene Vereinbarung. Kein Mensch kann handeln, ohne ein Weltbild zu haben. Mhm. Ob er es weiß oder nicht. Und im Aufwachprozess muss ich immer wieder mein Weltbild angucken. Jedes einzelne Puzzlestein, brauche ich das noch oder brauche ich es nicht? Und wieder einsetzen oder polieren, neu einsetzen, neu sortieren und so weiter. Also immer wieder gucken, was sind die verborgenen Vereinbarungen, wie wirken sie sich auf mein Handeln aus? Brauche ich sie oder gibt es mir mehr Freiheit, wenn ich eine andere verborgene Vereinbarung annehme? Mhm. Also Grundannahmen. Ne? Grundannahmen, ja. Weitet es mich oder engt es mich? Bringt es mich ins Vertrauen oder bringt es mich in die Angst? Mhm. Ja. Hast du für dich konkret mal eine verborgene Vereinbarung erkannt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich steige aus? Ich erkenne sie jetzt. Okay, naja, das hat mich dahin gebracht. Aber ich kündige diese Vereinbarung jetzt auf. Ich stelle mich nicht mehr zur Verfügung. Das hat jeder. Also wir könnten jetzt auf die Partnerschaft gehen oder die Partnerschaften. Ja? Verborgene Vereinbarung bis hin zur Ehe. Wir machen gemeinsam eine Familie. Und diesem Familiengedanken ordne ich alles unter oder sehr viel unter. Bis irgendwann der Punkt kommt, wo ich dann gesagt habe, nee, es geht nicht mehr. Das stößt mit meinem Selbstwert in Konflikt oder so. Oder ganz, ganz radikal, damals war mir das nicht klar, aber als ich angefangen habe, Physik zu studieren oder überhaupt zu studieren, die Universität ist der Hort des Wissens, also die Burg des Wissens, wo das Wissen ist. Und ich gebe mich dahin, um etwas von denen zu lernen, weil die müssen es ja wissen. Verborgene Vereinbarung. Und dann habe ich eben dummerweise parallel schon andere Sachen gelesen. Ich sage immer, jede Familie hat den Onkel, über den man nicht spricht. Und in der Wissenschaft gibt es das eben genauso. Ja, da gibt es, jeder weiß, wer die Glühbirne erfunden hat. Edison, mutmaßlich erfunden hat. Da gibt es auch andere Berichte. Aber keiner, heute schon eher, aber die wenigsten wissen, wer das Wechselstromsystem entdeckt hat und erfunden hat. Und das war Tesla. Und als ich dann angefangen habe, Fragen zu stellen, habe ich festgestellt, die wissen doch gar nicht so viel. Oder eben, das fühlt sich nicht stimmig an, was sie dir sagen. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, über Facebook oder so habe ich das bekommen, über Edison, dass er selber geschrieben hat, er war in der Schule und eines Tages bekommt er einen Brief mit nach Hause und seine Mutter liest ihm das vor unter Tränen irgendwie und auf alle Fälle liest sie vor, ja, ihr Kind ist ein Genie, wir können ihn hier nichts mehr bieten, bitten Sie, ihn allein zu unterrichten. Und aus ihm wurde sozusagen das Genie, ja, ein Genie des Jahrhunderts. Und die Mutter war gestorben und irgendwie hat er dann dieses Kuvert gefunden und hat gelesen, ihr Sohn ist geistig behindert, wir wollen ihn hier nicht mehr auf der Schule. Das heißt, ja, dass die Mutter dadurch, dass sie ihm das vorgelesen hat, in ihm das vollkommen das sozusagen den Raum geöffnet hat, der zu sein, der er ist. Das fand ich also sehr bewegend, tief. Das ist tief richtig, bewegend, ja, dass die Mutter diese Gabe hatte, intuitiv ihm das Gegenteil vorzulesen. Und es ist das Gegenteil rausgekommen. Es gibt einen Witz. Ein Mann besucht eine Psychiatrie und fragt den Psychiater dort, wie unterscheiden Sie denn, ob jemand behandlungsbedürftig ist oder nicht? Und dann sagt der Psychiater, wir geben ihm eine Wanne voll Wasser, stellen einen Eimer, eine Schaufel und eine Tasse hin und sagen, sie sollen die Wanne leeren. Und sagt er, na, da würde ich doch den Eimer nehmen, weil das geht am schnellsten.
Dann sagt der Psychiater, nee, der normale Mensch würde den Stopfen ziehen. Möchten Sie ein Einzelzimmer oder möchten Sie ein Doppelzimmer? Ja, verborgene Vereinbarung. Wie schnell lassen wir uns in eine Situation bringen, wo wir nicht mehr merken, es gibt aber noch eine andere Lösung. Ja? Auch Wissenschaftsbetrieb. Sie haben Prüfungsfrage, Sie haben ein Barometer. Bestimmen Sie damit die Höhe des Gebäudes. Okay. Und da war die verborgene Vereinbarung, der will eine ganz bestimmte Antwort haben. Ich glaube, die Antwort war, also ich messe meinetwegen den Luftdruck unten, und dann steige ich auf das Gebäude oben und messe da den Luftdruck. Und das ist heute ein Spaß unter Physikern, wie kann man noch die Höhe des Gebäudes mit einem Barometer bestimmen? Mal gucken, wie viel Zentimeter groß ist das Barometer? Das wäre eine Möglichkeit, genau. Und dann die Entfernung? Du kannst es auch über die Schattenlänge messen. Ein Vorschlag ist, das an ein Pendel hängen und pendeln. Und dann kannst du aus der Pendeldauer errechnen, wie hoch das Gebäude ist. Du kannst das Barometer auch vom Gebäude runterschmeißen und die Fallzeit messen. Und. Okay. Ja? Und verborgene Vereinbarung war eben... beantworten Sie die Frage nur in unserem Kontext. Oder es gibt auch so Antworten von Schülern. Finden Sie X in irgendeiner Gleichung, dann kreuzt er das X in dem Satz an und sagt, da ist es. Dann gibt es Punktabzug, weil es war nicht die erwartete Antwort, aber es war eine clevere Antwort. Also verborgene Vereinbarung, die uns immer wieder begegnen, die teilweise notwendig sind, aber eben auch die Potenz haben oder die Fähigkeit haben, uns zu hindern, das zu sehen, was ist. Ja. Ja, und deswegen wichtig. Und jetzt drehe ich mal den Spieß um. Wie würdest du im Alltag sozusagen ein Suchgerät für verborgene Vereinfachung. Welche Frage stelle ich mir am besten, um verborgene Vereinbarungen zu entdecken? Es gibt eine Frau bei Facebook, die nennt sich Profilerin sowieso. Ich weiß nicht, ob die dir schon mal begegnet ist. Nee. Die erstellt ein Profil von Menschen, also schaut sich einen Menschen an oder befragt ihn. Und sagt, was fehlt mir in dem Bild? Was ist zu viel da? Und was ist das, warum es verborgen ist? Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Eben, ich habe jetzt eine Familiensituation oder einen Gedankenkreisel in mir und ich will jetzt rausfinden, gibt es eine verborgene Vereinbarung? Dann könnte ich sagen, was ist zu viel da? Erklärungen. Was ist zu wenig da? Die Lösung. Also was ist das Verborgene, was mich hindert, den Frieden zu finden? Was ist das, was ich übersehen habe? Was ist das, wo ich nicht hingeschaut habe? Ja? Klassischer Fall, verborgene Vereinbarung, du darfst die Eltern nicht kritisieren. Ja, oder die Familienehre, darüber wird nicht gesprochen. Ja, und dann guckst du dir dieses Familiensystem an und siehst, da Krankheit, 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 Scheidung, 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 Scheidung. Jetzt will ich mal wissen, was ist denn hier los? Worüber redet ihr? Was ist das, was ihr nicht sagen wollt? Also was ist zu viel da? Ja, oberflächliche Harmonie? Was fehlt? Echte Harmonie? Ja. Echter Frieden? Und wo ist der Knackpunkt? Nach diesen Fragen würde ich immer gehen. Da könnte man sozusagen den Tag mit verbringen, ja? Verborgene Vereinbarung. Der nächste Schritt ist dann, in die Lösung natürlich zu gehen. Ja. Wenn wir davon ausgehen, verborgene Vereinbarung, dass der Sinn des Lebens ist, zu erkennen oder verstehen, was gespielt wird, die eigene Kraft zu finden. Es ist ja, wenn ich eine verborgene Vereinbarung habe und sie löse, sollte ich ein Stück Kraft zurückbekommen. Also
wenn ich merke, da fehlt etwas oder da fehlt Freiheit, da fehlt Liebe und so weiter und ich finde die verborgene Vereinbarung, dann bekomme ich die Freiheit zurück oder einen Aspekt von Freiheit. Und dann muss ich wieder neu gucken. Habe ich alles, also stimmt das mit der Quelle überein, mit dem, was ich, das volle Bild sozusagen? Oder müssen wir noch mal genauer gucken, habe ich jetzt wirklich alle Teile der Vereinbarung verstanden oder gibt es noch eine höhere Vereinbarung? Ja, ich habe ein Muster von meinen Eltern übernommen, meinetwegen. Und stelle dann irgendwann fest, okay, jetzt habe ich das mit meinen Eltern geklärt, aber ich bin trotzdem noch nicht weiter. Aha, da gibt es etwas, was meine Eltern mit jemand anders vereinbart haben und ich habe das mit übernommen. Oder so. Also, es ist ein Weg, weiterzuschauen. Am Ende immer abgleichen mit der eigenen Quelle, mit dem eigenen Herzen, mit der eigenen Kraft, um zu gucken, wo ist der, wo ist die Freiheit? Oder wo ist das die eigene Macht? Also überhaupt erstmal darauf zu kommen, dass es sowas wie verborgene Vereinbarungen gibt, die man vielleicht auch sozusagen der Seelenebene zuschreiben kann, wo der Verstand erstmal rebelliert. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich einverstanden war, diese Rolle in dem Ganzen zu spielen. Und da sind wir im Prinzip auch wieder beim Thema Vergebung, radikale Vergebung. Okay, ich habe eingewilligt, ich habe mich zur Verfügung gestellt, innerhalb dieser Vereinbarung. Und ich erkenne jetzt, dass mich das engt. Ich will mich aber weiten. Also will mehr Spielraum haben, freie Entscheidungen zu treffen. Also stelle ich mich ab sofort nicht mehr zur Verfügung und kündige diese Vereinbarung. Genau. Und da bin ich mal gespannt, was dann im Außen passiert, wenn du dich nicht mehr zur Verfügung stellst. Oder in der Wissenschaft, das und das, das brauchst du gar nicht machen. Also Perpetuum mobile lässt sich nicht konstruieren, weil verborgene Vereinbarung, wir reden über geschlossene Systeme. Aber es gibt keine geschlossenen Systeme im Universum. Ja, und schon gibt es einen anderen Denkansatz. Ja. Und da merkt man, also eben, wir haben so viele verborgene Vereinbarungen in Beziehung, in dem Selbstbild, in der Wissenschaft, in der Gesellschaft. Und alles kann positiv sein, aber kann uns eben auch einengen. Und das Maß ist, macht es mich freier oder engt es mich ein? Genau, das ist mein Wertmaßstab überhaupt. Ja, genau. Und damit sind wir wieder bei den Horizonten des Herzens. Ja. Also die verborgene oder offene Vereinbarung sollte sein, ich vertraue meiner Quelle, ich vertraue meiner Wahrnehmung und alles andere richtet sich daran aus. Wahrnehmung des Herzens, ja. Und nicht des Verstandes. Weil der Verstand eben verborgene Vereinbarung oder viel zu schnell etwas annimmt, was gar nicht unbedingt wahr ist. Würdest du eine dieser verborgenen Vereinbarungen für so elementar halten, dass du sagst, wenn wir das schaffen, diese Vereinbarung aufzukündigen, dann gibt es einen Ruck durch die Welt? Das ist eine Herausforderung jetzt. Was könnte das sein? Na, zum Beispiel, jemand oder etwas hat eine Macht über mich. Zum Beispiel. Also, ich würde sagen, oder manchmal formuliere ich so, solange du nicht Nein gesagt hast, hast du Ja gesagt. Ja, warum auch immer wir in irgendwelchen Situationen sind, aber es gibt einen Aspekt von uns, der da zugestimmt hat. Und diese Vereinbarung ist, du hast mehr Macht als ich, du bist größer als ich. Und wenn der Mensch erkennt, nee, das, der eigene Maßstab bin ich, meine Quelle, meine Wahrnehmung,
dann passiert gewaltig was in der Welt, überall. Das war jetzt eine verborgene Vereinbarung, dass wir das gleiche vorschlagen würden. Genau. Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Ne? Weil das ist das Elementarste. Ja. Also rausgehen aus dem Opfer. Oder ja? Genau, rausgehen aus dem Opfer. Mhm. Also der Vereinbarung, ich spiele das Opfer und du bist der Täter. Ne? Ich bin der Machtlose und du bist der Machtvolle. Mhm. Oder ihr seid die Machtvollen. Und das ist super subversiv. Es ist subversiv. Ja, das ist subversiv. Da brauchst du nicht da brauchst du noch nicht mal auf die Straße zu gehen. Ja, sondern das geschieht in dir. Mhm. Und das ist sozusagen ein Virus, der sich schnell verbreiten könnte. Genau. Wenn es irgendwo einen Schalter gäbe auf der Welt, wo man den mal ausschaltet. Wenn was? Wenn es einen Schalter irgendwo auf der Welt gäbe, komm, wir schalten das mal aus, dieses Programm oder diese Vereinbarung, würde die Welt von einem Tag auf den anderen ganz anders aussehen. Absolut, absolut. Ja, lass uns sie kündigen, ne? Genau. Lass uns diese Vereinbarung kündigen, weil wir das über Jahrtausende, dieses Spiel jetzt gespielt haben. Mhm. Da die Mächtigen, hier die Ohnmächtigen. Und dass wir in die Selbstermächtigung kommen und schauen, wie dieser wunderbare, ja, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass diese Erde wie so eine Art Zoo ist. Mhm. Also Zoo meine ich jetzt ein zoologischer Garten, im Sinne wirklich Zoe, das Leben, dass hier auf diesem Planeten all die Schönheit aus dem ganzen Universum sozusagen gesammelt wurde und zusammengepackt wurde, weil ich sage, gut, es gibt die Wüsten. Ja. Und wenn man so Afrika und Asien, dieser Wüstengürtel, der ist schon ziemlich breit. Und Willem Reich hat ja mal das so formuliert, dass Verstümmelung an den Menschen die Wüstenbildung hervorgerufen haben. Mhm. Ja, also dass es im Wechselverhältnis dass es einen engen Zusammenhang hat. Ne, wie die Menschen mit sich selber umgehen, und, also wie brutal da mit Kindern umgegangen wird und. Aber ansonsten eine Schönheit, eine Vielfalt, Vielfalt von Schönheit und Andersartigkeit der Lebewesen. Ja, ich war jetzt in Thailand und Südthailand und da waren Felsen, ja, wirklich vertikal, also 90 Grad und die waren völlig bewachsen. Mhm. Ja, mit Bäumen, mit Büschen und sonst was, wie ich es noch nie gesehen habe in meinem Leben. Also als wenn vom Weiten, das wäre Moos oder so. Nein, es waren Bäume und Büsche, die an dieser Senkrechten gewachsen sind. Das heißt also, dass das Leben jeden Quadratmillimeter, die es ihm bietet, ausfüllt. Ausfüllt, ja. Ja, mit einer Vielfalt und Schönheit, die eigentlich unbeschreiblich ist. Mhm. Und dass wir, wenn wir diese verborgene Vereinbarung jetzt aufkündigen, ne, da sind die Täter und wir sind die armen Opfer, und sozusagen in unsere Schöpferkraft kommen, dass wir diese Schönheit vielleicht sogar noch vermehren können, wie auch immer. Letzten Endes, erstmal, erstmal wertschätzen. Wertschätzen. Und ne, wenn du im Café sitzt und die Menschen anschaust, jeder anders, absolut einzigartig. Mhm. Ja, eine einzigartige Symphonie von Erfahrungen, Wünschen, Sehnsüchten, natürlich auch Traumata oder so. Aber so viel Schönheit in den Gesichtern. Mhm. Wenn du sozusagen ein Stück hinter die Fassade. Ja, 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 es fällt mir manchmal schwer, wenn ich geliftete Leute sehe. Mhm. Da ist die Schönheit tatsächlich ein bisschen verborgen worden durch. Aber Falten zum Beispiel. Ja. Erfahrung, die da drin steckt. Jede Falte, sozusagen eine Lebensgeschichte. Diese Schönheit zu entdecken. Wenn wir aus dieser Vorstellung rausgehen, da sind Mächtige und ich bin der Ohnmächtige oder
die Mehrzahl der Menschen ist ohnmächtig und Sklaven und sonst was. Und wie dann die Welt erstrahlen würde. Mhm. Und wenn dann Leute auch noch beschließen, in die Freude zu gehen, ja, statt in die Perpetuierung von Leid, ja, und ne, du bist schuld und so weiter. Schuld und so weiter. Heiligsblickle. Dann könnte man sagen, es gibt nur eine verborgene Vereinbarung. Und zwar? Ja, also, war jetzt eine Frage. Gibt es nur eine? Mhm. Wir haben ja angefangen mit verborgene Vereinbarung. Was soll denn das sein? Ja. Dann haben wir verschiedene verborgene Vereinbarungen gezeigt. Und jetzt sagen wir möglicherweise, es gibt nur eine verborgene Vereinbarung. Ich unterwerfe mich einem System oder einem, ich gebe meine Macht ab. Mhm. Da drin ist alles. Ich glaube, da drin ist alles. Mhm. Ich gebe meine Macht ab. Ich erkenne mich selbst nicht als das Wesen, das ich bin. Ich erkenne mich als Bioroboter, wo man dann auch noch Teile tauschen kann, ne? Was ein lukratives Geschäft ist und so weiter. Und wenn diese Vereinbarung gekündigt wird und gesagt, ich sehe mich als geistiges Wesen, dass ich einen Körper geschaffen habe, so wie er nun mal ist, mit Bauch, ne? Mit Falten, mit Glatze und so weiter, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und um aus dem Irrtum rauszukommen, ich sei ohnmächtig. Mhm. Ja. Na los, lass uns das kündigen. Und die Leute anstecken. Genau. Ja, die Leute anstecken, weil das, glaube ich, die radikalste Kündigung ja, überhaupt ist. Also auf die kleinen Vereinbarungen schauen, aber letzten Endes auf die große Vereinbarung und schau mal, ob die Vereinbarung, sozusagen, die wir jetzt gezeigt haben, ob das wirklich die ist, mit der du konform gehen kannst. Ja. Und begib dich auf den Weg zu deiner Quelle, zu deinem Herzen wieder. Mhm. Genau. Haben wir es doch Na? Für heute. Andreas, vielen Dank für dieses Stichwort. Danke dir. Sind wir durch den Dschungel. Mhm. Da ganz gut durchgekommen. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, in welcher Geschwindigkeit wir das schaffen auf diesem wunderschönen Planeten. Wunderschönen Planeten. Ich danke dir. Kupung Krab, sagt man in Thailand. Liebe Zuschauer, jo, schauen Sie mal, was Sie so auf der Liste haben an verborgenen Vereinbarungen und ob Sie vielleicht sogar uns folgen können, diese elementare Vereinbarung, dass Sie das Opfer gespielt haben in Ihrem Leben, dass Sie das jetzt kündigen. Schauen Sie mal, was dann passiert. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Horizonte des Herzens, aber auch bei Neuhorizonte TV und sage Tschüss.